Hi Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir testen mal noch das Magic Fontänensortiment von Diamond Fireworks oder auch Feuerwerk. Von Diamond hat man lange nichts gehört, beziehungsweise ich habe lange nichts von Diamond gehört. Ich dachte eigentlich, dass die schon wieder weg sind von der Bildfläche, aber sie gibt es wirklich noch. Ja, hätte ich nicht gedacht. Wir haben jetzt hier noch das Magic gekauft. Es gab es im Fressmann oder Fräsmann für 6,99 glaube ich. Könnten auch 7,99 gewesen sein. Wir haben ja auf jeden Fall ja, zwei große Fontänenbatterien drin. Die zwei. Dann haben wir noch vier so eine mittleren. Ein römisches Licht und den Fujiyama-Vulkan. Ja, wie gesagt, Diamond ist so wirklich an mir vorbeigegangen. Das Einzige ist, Diamond hat wirklich schöne alte Designs. Das kann man echt mal so sagen. Und deswegen habe ich mir das Set mitgenommen. Diese Flötenfontänen, sage ich jetzt mal, haben sogar 17 Gramm. Wenn ich jetzt hier so reinschaue, dieser Fujiyama-Vulkan hat 39 Gramm NEM und diese großen Röhren haben 50 Gramm NEM. Dazu haben wir noch ein kleines Star Candle, ja, römisches Licht mit 8 Schuss. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus und zünden das alles weg. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wir testen das Diamond Magic und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Röli, was enthalten ist. So ein kleines Röli, mal schauen, was es kann. Ein Cracking-Röli, also kein stinknormales, die wie rot-grün, wie sonst. Dann machen wir weiter mit den zwei Fujiyama-Vulkanen. Ja, kurz und laut, würde ich sagen. Machen wir weiter mit den dicken Tonnen. Oder auch nur eine. Okay. Abwechslung machen wir mal noch von den kleinen die gelbe Fontäne. So, ja, sehr schön. Machen wir mal hier diese dunkle, die so fast schwarz. Schwärzlich. Tja, schöne bunte Farben. Machen wir mit einer der roten weiter. Schöne grüne Blinker. Die erinnern mich gerade an die Funke 1000 Silbertaler, also diese Smaragd-Taler. Oh, da ist gleich die große Anjang, perfekt. Schön, wenn die andere auch von der Seite angehen würde, aber
die letzte für euch. Ich kann schon mal sagen, also ich würde sagen, ein schönes Set. Ein bisschen abwechslungsreich. Vor allem hier gefällt mir am besten. Da vorne. Also macht's gut, bis zum nächsten Video.